Hallo ihr Süßen, heute gibt's ein etwas anderes Liebesbüchse-Unpacking, denn ich hatte ein paar Probleme auf dem Weg. Meine Liebesbüchse kam nämlich leider kaputt an und die Jungs und Mädels von der Bücherbüchse haben sich jetzt sehr große Mühe gegeben, damit ich das Buch nochmal bekomme. Da ist es übrigens. Richtig schön. Das ist jetzt auch nicht beschädigt, Gott sei Dank. Aber bei dieser Lieferung waren jetzt zum Beispiel die Goodies nicht dabei. Die kamen jetzt gerade eben. Deswegen können wir jetzt endlich auch mal die Liebesbüchse uns gemeinsam anschauen. Diesmal, wie gesagt, kein richtiges Unpacking, aber trotzdem Liebesbüchse. Und das Buch muss ich euch zeigen, es hat so einen schönen Farbschnitt. Aber zuallererst machen wir hier mal den blöden Aufkleber weg. Der hat ja auf dem Cover so gar nichts zu suchen. So. Das ist das schöne Buch. Hübsch, oder? Das ist der Rücken. Und der Klappentext. Für den zoome ich euch jetzt wieder näher ran. Noch ein bisschen aus. So. Klingt doch gut, oder? Also so viel mal zur Optik des normalen Buches. Jetzt zeige ich euch den Farbschnitt, den es nur bei der Bücherbüchse gibt. So. Schön, oder? Ich finde den so schön. Mega, oder? Und da habe ich gesehen, ist eine Postkarte, glaube ich, mal drin. Yes! Aber ich glaube nur die eine, oder? Damit ich euch nichts vorenthalte. Nein, es ist die eine. Und zwar, ich tue das Buch mal zur Seite. Diese Postkarte. Ich finde, die sieht total schön aus. Und irgendwo so gemütlich. Warum so? Ne? Schön. Ja, das Buch selbst ist signiert. Cool, oder? Ach, so hübsch. Und jetzt machen wir noch gemeinsam hier den Umschlag auf, in dem jetzt meine Karten-Goodies noch nachgeliefert wurden, die ja jetzt bei der Nachlieferung gefehlt hatten. Gucken, war das alles? Ja, alles. Und zwar einmal Schilf als Illustration, also eine große Postkarte. Einmal ein Leuchtturm als große Postkarte. Und einmal eine sich brechende Welle mit Möwen. Schick, oder? Schick. Also, jetzt arrangiere ich das einmal schön und zeige es euch gleich mal komplett. Dann bis gleich. So, ihr Süßen, das mache ich jetzt wieder einmal im Stehen. Hier seht ihr jetzt das Buch mit all seinen Karten vereint. Das ist der Inhalt der Liebesbüchse Februar. Hübsch, oder? Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!